statt Papa. Bratwitzkis sollen ihn beim Namen nennen. Annelina Jolie, 43, will ihrem Ex Brad Pitt, 54, wohl ziemlich zusetzen. Seit der Trennung führt das ehemalige Traumpaar einen erbitterten Rosenkrieg. Vor allem wenn es um ihre 6 gemeinsamen Kinder geht, fährt Annie immer wieder die Krallen aus. Ursprünglich wollte sie sogar das alleinige Sorgerecht für ihre Sprösslinge haben. Das Gericht hat letztendlich aber anders entschieden, Brad durfte sein Besuchsrecht behalten. Doch nun holt die Schauspielerin offenbar erneut zum Gegenschlag aus, die Kinder sollen ihren Vater ab sofort nur noch beim Vornamen nennen. Wie ein enger Vertrauter der Hollywood-Ikone gegenüber dem Boulevard-Magazin lief und Stille durchblicken ließ, betrachte sich die Maleficent-Darstellerin nach wie vor als Hauptelternteil. Aus diesem Grund soll auch nur sie von ihren Sprösslingen mit einem Kosenamen angesprochen werden. Sie befahl den Kindern, mit dem Vornamen anzusprechen und nicht mit Papa, berichtete der Insider. Vor allem ihre jüngsten Knooks, 9, und Vivienne, 9, seien davon allerdings alles andere als begeistert. Und was sagt Papa dazu? Er will einfach nur seine Kinder sehen und sie ihn, erklärte die Quelle weiter. Ein offizielles Statement hat der Familienvater bisher jedoch noch nicht zu der Forderung seiner Verflossenen abgegeben. Wie findet ihr Annelinas Verhalten? Stimmt ab!